Hallo, willkommen zum Mila-Innenreport. Heute in Frankfurt, in der Frankfurt Arena, beim World League Spiel Deutschland gegen Russland. Neben mir steht der Bundestrainer Vital Hein. Vital, deine Männer sind sehr gut reingekommen, 2-0. Haben wir dann alle Sätze abgegeben, das heißt im fünften Satz auch verloren. Was war los? Erzähl mal ein bisschen was dazu, Vital. Okay, ich denke, das erste Satz hat gut gespielt. Wir haben die Russen nicht in ihr Spiel reinkommen lassen. Du weißt, dass es irgendwo kann passieren und dann sind die besser. Wir spielen gegen Olympiasieger, auch sind nicht komplett, aber wir sind auch gar nicht komplett. Ja, wenn die einmal anfangen, ist es ganz schwierig, um mitzuhalten. Und das sieht man auch in den letzten zwei Sätzen. Wir sind nicht mehr in der Gegend. Da muss man anerkennen, heute, letztes Stück, waren die Russen besser und dann verliert man. Und dann bin ich noch immer stolz auf meine Mannschaft, die vor dem Weltliga, eigentlich habe ich gedacht, wir gehen versuchen, nicht letztes zu bekommen. Und morgen spielen wir noch immer um das Finale. Also Ich bin ganz zufrieden, aber nicht zufrieden zu verlieren, aber zufrieden über die Mannschaft bin ich, komme sicher. Aus deiner Ansicht, was haben die Russen ab dem dritten Satz richtig gemacht? Harter aufgeschlagen und besser angegriffen. Hey. Irgendwo kommt die physische Kraft nach oben und dann, wenn wir das müde bekommen, können wir es nicht mehr halten. Anfangs sind wir frisch, können wir etwas lösen. Dauernd das Spiel bekommt die physische Kraft von Russland zu groß, in Aufschlag. Wir halten das nicht mehr und dann ist es vorbei. Die ersten beiden Sätze, War dein Konzept ja genau richtig? Wie seid ihr gegen die Russen vorgegangen? Mit was habt ihr jetzt unter Druck gesetzt? Mit Aufschlägen eventuell? Ich denke, die ersten zwei Sätze waren wie okay. Ein eigener Angriff, du musst selbst immer die Punkte noch machen. Haben wir gut gemacht. Und Blockverteidigung war okay. Nachher bekommen die Russen auch im Block etwas stärker und ist unser Angriff nicht mehr so potent, sagen wir so stark. Hey. Und dann, guck, es ist fünf Sätze, man muss immer klar sein, die Russen waren besser. Punkt. Für morgen gehst du mit dem gleichen Konzept ran, so wie heute, wie die ersten beiden Sätze? Oh, das weiß ich nicht. Morgen ist noch 22 Stunden weg. Wir haben 22 Stunden lang, um zu gucken, was wir ändern, verbessern können. Aber es ist nicht, dass es... ich denke, dass wir, wenn ich versuche, einen Schritt nach hinten zu machen, sagen wir unglaublich stolz sind, dass wir so mitspielen. Aber verlieren mag niemand gerne. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview und bis demnächst. Tschüss. Thank you.